So, heute dribbeln wir wieder ein bisschen. Ich habe mir dafür 4 Hütchen geschnappt. Ihr könnt euch auch andere Gegenstände suchen, mit denen ihr dann ein bisschen markiert. Wir können Stöcke, Steine nehmen, Wasserflaschen, ist eigentlich egal. Ich stelle mich jetzt hier an die Seite und wir machen ein bisschen Slalom-Dribbeln. Ich fange an mit der rechten Hand und dribbel eine Runde Slalom hin und zurück, nur mit der rechten Hand. So, das gleiche machen wir jetzt auch nochmal mit der linken Hand. Jetzt müssen wir das natürlich auch mal mit beiden Händen machen. Das heißt, wir gehen erst mit der rechten Hand nach vorne, machen einen Handwechsel und gehen dann mit der linken nach vorne. Das Ganze machen wir 2 Durchgänge. Wenn das noch nicht so gut klappt, macht ihr das ein bisschen langsamer. Wenn das schon gut klappt, könnt ihr mal versuchen, schneller zu werden. Und auch nicht auf den Ball zu kommen. Manchmal fliegt der Ball auch weg, gar kein Problem. Jetzt machen wir noch eine extra Kombination und zwar dribbeln wir durch die Beine. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Wenn das noch nicht so gut klappt, müsst ihr das einfach ganz oft versuchen. Wir gehen mit der rechten Hand, dribbeln durch die Beine, gehen mit der linken Hand, dribbeln dann nochmal durch die Beine. Davon machen wir auch eine Runde. Wenn der Ball mal wegfliegt, gar kein Problem. So, das könnt ihr natürlich, wenn es nicht so gut klappt, immer weiter probieren. Wir machen jetzt noch eine letzte Runde. Und das ist die Freestyle-Runde, das heißt, ihr könnt alles ausprobieren, auf das ihr Bock habt. Vielleicht auch mal mehrere Handwechsel machen. Ich fange einfach mal an und ihr könnt machen, wie ihr Bock habt. Viel Spaß dabei!